Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fragweiter auf meinem Kanal. Hier gebe ich euch wie immer Updates zu Selbing und beantworte eure Fragen. Ja, die Location kennt ihr schon, den Baum habt ihr schon mal gesehen. Ich bin wieder an derselben Location, wo ich schon mal vor ein paar Wochen war, weil ich nicht so die riesen Auswahl hier habe. Irgendwann ist halt meine Location-Anzahl ist hier sehr begrenzt, sagen wir mal. Einfach, weil es einfach auch ein relativ ruhiger Ort sein muss. Okay, hier ist nicht ganz so ruhig, wegen der Straße da hinten, aber immer noch ruhig genug. Ich bin halt mitten in Köln und da gibt es halt nicht so viele ruhige Orte. So, kommen wir zu Punkt 1, das ist Vergangenes. Ja, der Fragfreitag kam letzte Woche ein bisschen spät, beziehungsweise er kam schon diese Woche, denn er kam am Montag. Hat euch jetzt nicht so viel Zeit gelassen, Fragen zu stellen, aber ich habe trotzdem genügend gekriegt. Das ist schon mal sehr positiv. Also ihr habt meinen Aufruf gefolgt und habt mir einiges an Fragen geschickt. Das war schon mal sehr gut. Also ich habe jetzt auch wieder genug Fragen für diesen Fragenfreitag. Er kam ein bisschen spät, ich entschuldige mich dafür, es kam so ein bisschen was durcheinander. Ich habe erst zu spät geschnitten, dann habe ich zu spät gerendert, dann habe ich vielleicht noch fast schon rechtzeitig hochgeladen, dann ist bei den Hochladen was falsch gegangen, dann wurde es nicht richtig geplant, die geplante Funktion hat nicht richtig funktioniert, ja, und jetzt sind wir dann am Montag gelandet. Aber gut. Hauptsache ist ja sicherlich, dass der Fragenfreitag überhaupt gekommen ist und deswegen ist Montag immer noch besser als gar nicht. Diesmal wird er wieder pünktlich am Freitag kommen. Ich habe das natürlich am Mittwoch aufgenommen, deswegen, wie gesagt, die Zeit für neue Fragen war sehr kurz. Okay. Tab war die letzte Folge am Montag. Da ist auch gleich eine Nachfolge. Nachfolge kann man nicht sagen. Also am Montag kam die letzte Tab-Folge, da habe ich nochmal so eine kleine Rumführung gemacht. So ein paar Häuser, die so im Startgebiet rumstanden. Und ich habe mal geguckt, wie viel XP ich in der Zeit angesammelt habe. Das könnt ihr alles am Montag in dem Video gucken. Also, wenn ihr wollt und es noch nicht gesehen habt, schaut euch nochmal am Montag die letzte Tab-Folge an. Die heißt, glaube ich, das Ende ist nah oder so. Gleich am Dienstag. Nicht wahr. Am Dienstag war die letzte Tab-Folge. Was erzähle ich eigentlich? Dienstag kam die letzte Tab-Folge. So, gleich am Mittwoch, das kommt jetzt gleich. Ich nehme ja gerade auf, mittwochs wie immer. Also wir haben gerade, ich glaube, 1 Uhr und um 14.30 Uhr läuft die erste Folge eines neuen Projektes an, beziehungsweise für euch ist es schon angelaufen. Und zwar war das Boo Bunny Plague. Ja, ist mal was ganz anderes. Mal kein Minecraft-Game, mal was ja, völlig anderes. So ein Hack-and-Slay-Hase rennt durch, mechanischer Hase rennt durch Welt und haut alles um. Irgendwie sowas. Guckt euch mal an, macht das Spiel auf jeden Fall Spaß. Ich weiß nicht, wie viel Parts kriegen wird, wahrscheinlich nicht allzu viel. Schaut einfach mal rein, könnte lustig werden. So, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ne? Also ich habe da glaube ich schon ein paar Folgen von hochgeladen heute, ist Freitag, dann müsstet ihr schon mindestens 3 Folgen gesehen haben, wenn ihr denn alle geguckt habt. Ja. Genau, schreibt doch bitte drunter, wie ihr das Format findet, weil also unter dem Boo Bunny Plague Video 1 könnt ihr schon mal drunter schreiben, wie ihr das Spiel findet, ob ihr das noch weiter sehen wollt oder nicht. Das würde mir auf jeden Fall helfen. So, Battle-Aufnahme wurde letzten Freitag die letzte Aufnahme gemacht, da sind wir dann jetzt auch fertig. Wir haben uns dann die Komplikation, die ich letztes Mal schon angesprochen habe, hatten wir eigentlich gelöst. Da kommen wir mit Kind. Hatten wir eigentlich gelöst, aber ist dann noch ein bisschen anders ausgegangen, als wir es gedacht hatten. Dadurch ist ein Team vorzeitig ausgeschieden. Ausgeschieden, bevor es eigentlich ausgeschieden hätte müssen. Und ja, das seht ihr mal alles dann in dem Battle selber, was dann ab Sonntag hochgeladen wird. Also in 2 Tagen beginnt die erste Battle-Folge, die könnt ihr dann hier sehen, ganz gewohnte Uhrzeit, 15.30 Uhr und da, ab da dann immer montags, mittwochs, freitags und sonntags um 15.30 Uhr, wie gehabt. Kommen wir dann zu Punkt 2 meines Fragenfreitags und das wäre dann Fragen und Meinungen aus der Community. Und die erste Frage kommt von Salia Cat. Meine Frage, die Gamescom ist zwar schon etwas her, aber wie viele Tage lohnt sich deiner Meinung nach, um die Gamescom als zu besuchen? Da ich noch nie auf der Gamescom war, würde mich das mal interessieren. So, wenn du als Normalsterblicher dahin gehst, das heißt, du kannst nicht auf den Fachbesuchertag gehen, dann ist immer noch die, also wir nehmen an, du gehst als Normalbesucher hin, gehst nicht auf den Fachbesuchertag, sondern nur auf den bekannten, hast also die Wahl zwischen Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. So, wenn du wirklich was sehen willst von den Spielen, und zwar mehr als eins, lohnt es sich gar nicht dahin zu gehen, weil mehr als eins wird ziemlich schwierig, also zumindest wenn du es auch anspielen willst. Wenn du natürlich nur angucken willst, also es gibt natürlich verschiedene Besucher, wenn du hingehen willst und du willst nur die Stände angucken, die Leute und so ein bisschen was von dem Spiel mitkriegen, dann lohnt es natürlich mehr, als wenn du auch irgendwas intensiv sehen willst. Weil wenn du etwas intensiv sehen willst, dann hast du vielleicht bei der Gamescom Glück, wenn du eins schaffst. Ja, so. Kommst du als Fachbesucher drauf, würde ich auf jeden Fall den Mittwoch hingehen, weil es da sehr viel ruhiger ist. Da kann man alles, also so mache ich das mal. Ich gehe mittwochs hin und gucke mir alles an, was ich angucken will. Und die folgenden Tage bin ich eigentlich nur da, um Leute zu treffen. Weil das kann man wirklich gut machen auf Gamescom, andere Leute treffen, die auch dahin gehen. Persönlich weiß ich jetzt nicht, ob ich hingehen würde. Doch, würde ich wahrscheinlich auch hingehen. Aber wenn ich mittwochs nicht hingehen könnte und ich wollte wirklich was sehen, wird schwierig. Deswegen mittwochs
zum Angucken und die anderen Tage nicht. So, jetzt bist du aber normalsterblich. Also normalsterblich, ich bin auch normalsterblich. Ich wollte das nur so differenzieren. Also wenn du normale Eintrittskarten nur kaufen musst, dann lohnen sich... Da kommt drauf an, wen du sehen willst. Dann würde ich das danach ausmachen, nicht was du an Spiel sehen willst, sondern ob du Leute treffen willst. Weil dann lohnt sich natürlich mehr Tage hinzugehen. So. Und dann würde ich dir vorschlagen, den Samstag hinzugehen. Das ist zwar prinzipiell der vollste Tag von allen, aber da trifft man auch eigentlich am meisten Leute. Das ist einfach, weil die ganzen Fantreffens immer Samstag gemacht werden und sowas alles. Wenn du dann darüber hinaus noch was sehen willst, würde ich sagen 2 Tage. Und mehr als 2 Tage würden sich wahrscheinlich nicht lohnen. Danach tut dir sowieso alles weh, weil du nur noch rumrennst und rumstehst und dir das gar nicht leisten kannst, weil die Getränke da so teuer sind. Ich würde sagen 2 Tage als Normal-User, Normalbenutzer. Genau. Nicht so wie ich. Gut, kommen wir zu Civitan. Das ist schon direkt die Geschichte hier direkt am Anfang mal. Die erste Tür öffnet sich in eine Putzkammer, die aussieht, als wäre schon lange niemand mehr da gewesen. Was dich aufgrund des allgemeinen Zustands des Gebäudes natürlich nicht wundert. Natürlich habe ich dazu gedichtet. In der Ecke steht ein verbeulter Eimer mit einem ranzigen Wischmopp und in der klapprigen Regalen stehen verstaubte Flaschen mit Reinigungsmitteln. Der Wasserhahn in der Ecke wurde sicher auch schon lange nicht mehr aufgedreht. Du ziehst erst einmal die Tür hinter dir zu, atmest tief durch, wartest du einfach ab, verlässt du den Raum wieder oder machst du etwas? So, mein Inventar steht auch noch hier unten drunter verlinkt. Also was ich machen würde, wäre... in den Raum, hast du gesagt, gibt es natürlich Putzmittel, also Reinigungsmittel. Ich würde einfach wahllos aus dem Regal eine Flasche mitnehmen. Habe ich eigentlich einen Rucksack oder sowas? Wo soll ich eigentlich eins mitschleppen? Pergamente, Videokamera, Aufzeichnungen als Tagebuchs von Ralf. Die sind auf dem Videokamera, mysteriöse Brille. Gut, kann ich noch so mit rumschleppen. Dann nehme ich auch noch eine Flasche Reinigungsmittel mit. Die kann ich auch noch irgendwo unterm Arm klemmen. Verlasse den Raum wieder und gehe einfach in die nächste Tür rein. Und schau mal, was da so los ist. Beim Verlassen des Raumes lasse ich allerdings die Türen spalt offen und hoffe, dass dieses schlurfende Monster vielleicht da mir hinterher folgt. Deswegen gehe ich dann in den nächsten Raum rein. Lass die Tür auch so ganz klein bisschen offen, so ganz klein bisschen, dass ich so nur eben noch da rausgucken kann, aber man eigentlich denkt, dass die Tür zu wäre und beobachte, ob das Monster nicht in diese andere Kammer vorher reingeht. Ja, das, so machen wir das. Gut, das wäre dann schon die Geschichte. Jetzt gehen wir weiter zur nächsten Frage. Hier kommen heute wieder Leute vorbei, das ist unglaublich. So oft ich schneiden muss. So, kommen wir einfach zur nächsten Frage. Das ist von Fighter.de. Hey, Ruther. Mach bitte weiter mit den Fragenfreitagen. Es ist ein super Format und das macht auch nicht jeder. Meine Frage, welches Handy besitzt du? Oh, welches Handy besitzt ich? Das ist immer noch so ein Huawei Honor. Ich habe das schon mal gesagt. Habe ich hier in der Tasche. Hier so, von hinten sieht das so aus. Und von vorne so, Huawei. Ich, das ist ja nicht Lüge, ne? Dass ich nicht hier so ein iPhone oder Smartphone oder Samsung oder sonst habe. Nein, ich habe ein Huawei nur. Das heißt nur. Mir reicht's. Ich will damit eigentlich eh nur telefonieren und SMS schreiben, mittlerweile auch twittern. Und das kann, glaube ich, jedes x-beliebige Smartphone. Von daher passt das schon. Kuraiko-san fragt, hey Raza, ich bin dafür, dass der FF weiterhin kommt. Das ist sehr beruhigend. Das haben übrigens sehr viele geschrieben. Also ich bin da schon mal beruhigt, dass ihr das Format weiterhin sehen wollt. Da kann man einfach eine Frage stellen. Eine Frage von mir. Was hältst du von Internetfreundschaften? Meinst du, sie gelten gleich wie normale Freundschaften? Können sie deiner Meinung nach funktionieren? Da geben du und Blaze ja eigentlich schon das perfekte Beispiel. Oder glaubst du, dass das völliger Mist ist und eigentlich gar nicht funktionieren kann? Deine Meinung würde mich interessieren. Und wahrscheinlich auch Blaze. Ja, den habe ich jetzt gerade nicht hier. Nein, habe ich nicht. Pass auf, was du sagst. Am Ende sagst du was Falsches darüber und Blaze beschießt dich mit Feuerkugeln. Ja, da habe ich in der Tat Angst vor. Der Blaze, der ist manchmal so. Nee, Internetfreundschaften können natürlich funktionieren. Bestes Beispiel hast du schon genannt, Blaze und ich. Wir verstehen uns sehr gut. Es kann aber auch genauso sein, dass es was in die Hose geht, weil du kannst diesen Menschen halt nicht richtig einschätzen, weil du ihn einfach nicht richtig kennst. Oder so, ne? Bei Blaze bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ihn richtig kenne. Ich habe auch schon lange was mit ihm zu tun. Aber gerade wenn das auch anfängt und man macht dann was mit jemandem zusammen. Und ich glaube, da kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Das ist einfach schwierig, sich dann auf einen ganz einzulassen. Und dann wird man hinterher doch enttäuscht. Also man kann also immer enttäuscht werden. Wie im wahren Leben kann man natürlich auch bei Internetfreundschaften enttäuscht werden. Aber bei Internetfreundschaften denkt man immer, das ist klar, weil es eine Internetfreundschaft war, ist das passiert. Das hat mal so ein bisschen den Beigeschmack dabei. So, andererseits wisst ihr alle, dass ich verheiratet bin. Ich trage sogar meinen Ring heute. Ich trage eigentlich den Ring immer. Ich habe den in letzter Zeit... ich bin ja verheiratet und meine Frau habe ich auch im Internet kennengelernt. Von daher, Internetfreundschaften können funktionieren, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Man muss halt nur wissen, worauf, also beide müssen sich wissen, worauf sie sich einlassen. Weil es ist halt schwierig in einer Freundschaft. Wenn man wohnt weit auseinander, man sieht sich nicht immer. Ich meine, normale Freundschaft, man sieht sich halt auch nicht immer, ne? Ist halt so eine Sache. Aber man muss halt wissen, wo man drauf sich einlässt, dass halt Internet, dass nicht jeder vielleicht so ist, wie er sich gibt. Wenn man jemanden findet, der sich so gibt, wie er ist, perfekt, dann funktioniert das auch. Also,
generell im Internet nicht verstellen, ist immer die beste Lösung. Dann klappen auch solche Internetfreundschaften. Hoffe ich irgendwie. So. Also mit Blaze, das klappt zumindest auch. Ne, Blaze? Ich weiß, der Blaze guckt auch die Fragen Freitage. Und eigentlich müsste ich irgendwie. Nächstes Mal stelle ich hier so ein Banner hinter mir auf, wo ich dann irgendwas verrückt. Naja, okay, lass mich lieber. Finaril Mirkwood schreibt, fragt, denkt, sagt, kommentiert. Hey Raza, ich finde das Format Frankfurter super. Bitte versuche es aufrecht zu halten. Ich versuche. Und hier meine Frage. Hast du schon mal World of Tanks gespielt? Ja. Ist das was für dich oder eher nicht? Ich habe es mal eine Weile gespielt, so ein bisschen halt. Nicht wirklich professionell. Also ich habe mir nicht drum gekümmert, was ich genau wie gegen was kämpfen muss oder sowas. Ich bin einfach nur ein bisschen rumgefahren, habe ein bisschen geschossen. Bisher. Das kann sich natürlich noch ändern. Also auf jeden Fall habe ich schon mal gespielt. Dann gibt es noch einen zweiten Teil der Frage und das ist, welche drei realen Personen, verstorben oder lebendig, würdest du zu einer Kneipenschlägerei mitnehmen? Bitte mit Begründung. Eher Kneipenschlägerei, Personen mitnehmen. Du bist ja wahnsinnig. Wo soll ich das denn jetzt wissen? Reale Personen. Ich würde Bud Spencer mitnehmen, einfach nur, weil es lustig wird. Dann natürlich auch Terence Hill, da das zusammen noch besser ist und noch lustiger. Und eine dritte reale Person, also die mit mir zusammen die Schlägerei ausführt, ne? Also auf meiner Seite. Chuck Norris, einfach damit wir gewinnen. Oder mit Chuck Norris hat man automatisch gewonnen, oder? Ja, so macht man das. So, kommen wir zum nächsten Fragesteller und das ist Pascal R. Ich habe gerade gesehen, ich habe bei der letzten noch vergessen vorzulesen. Bin mal auf deine Antworten gespannt. Egal. Pascal R. Hey Raza, machst du auch kleine Livestreams wie Blaze? Nee, eigentlich im Moment mache ich keine. Es kann immer wieder mal passieren, dass ich einen Livestream mache. Den kündige ich dann aber vorher an, also auch ein paar Tage vorher. Wahrscheinlich wieder zu meinem Geburtstag. Es bietet sich einfach nicht an. Das habe ich letztes Mal schon gesagt, dass ich ja spät in der Nacht aufnehme. Also erst so nach 23 Uhr, nach 23.30 Uhr, irgendwo da fange ich an zu spielen, aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob Livestreams da auch so geguckt werden, mitten in der Woche allerdings. Am Wochenende natürlich nicht. Da mache ich gar nichts. So, liegt einfach damit zusammen, dass ich ja Familie habe und Kinder und also Livestreams mitten am Tag sind da eher funktionieren einfach nicht. So, kommen wir zur nächsten Frage und die ist von Cevitan. Dann wollen wir mal. Ich habe seinen Kommentar gedreiteilt, weil alles drei drin war. Eine normale Frage, die Geschichte und eine Oder-Frage. Die Geschichte haben wir schon gehört, jetzt kommt die normale Frage. So, dann wollen wir mal. Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du einen Passagierflug in den Orbit machen, um die Erde mal aus dem All sehen zu können? Definitiv ja. Also es muss ein fucking geiles, Entschuldigung das Wort, es muss ein super geiles Gefühl sein, mal die Welt von oben zu betrachten. Einfach mal zu sehen, wie die Kontinente so aneinander, wirklich zueinander liegen. Ich meine, man kennt es von Karten her, aber ich glaube, von oben wäre das eine richtig geile Sicht. Einfach atemberaubend, glaube ich. Wenn man da so auf die Welt runterguckt und denkt sich, oh, da unten ist jetzt einfach alles. Alles ist unter mir. Und wenn man so die Weltkugel sieht und die Wolken, vielleicht da jetzt die Kontinente, dann groß, vielleicht auch nachts noch viel geiler, wenn man dann die Städte sieht, wie die dann erleuchtet sind und man genau sehen kann, wo viele Menschen sind oder wo gar keine Menschen quasi rumlaufen. Ja, also das würde ich auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. So. Kommen wir schon zur Frage, das ist Karteikarte Nummer 3 und da steht als erstes drauf Lächeln 22. Frage, hast du schon mal etwas gemacht, was dich viel Überwindung gekostet hat? Viel Überwindung gekostet? Ich habe bestimmt schon einiges gemacht, was mich einiges an Überwindung gekostet hat. Zum Beispiel mein allererstes Let's Play, das hat schon relativ viel Überwindung gekostet. Und auch das allererste Video, wo ich mich gezeigt habe, das hat noch mehr Überwindung gekostet. Ich glaube, das zählt. Ich glaube, das zählt, ja. Ja, also das war schon das Schlimmste. Das erste Video, wo ich mich gezeigt habe, war schon wirklich, weißt du, die ganzen Leute kennen dich nur von der Stimme her. Und dann zeigst du dich das erste Mal, ist schon eigenartig. Das ist schon eine Überwindung. Und jetzt ist es natürlich leicht, ich mache es ja immer irgendwie wöchentlich mindestens. Manchmal wie auch Facecam irgendwo bei, also ist das jetzt schon Routine. Aber das erste Mal war wirklich schwierig. Und dann auch zu wissen, theoretisch können es mehrere tausend Leute sehen. Ich weiß nicht, Frankfurter gucken jetzt so 200, 300, 400, 500, je nachdem. Aber auch zu wissen, dass die 500 Leute, die einfach im Internet jederzeit zugucken können, während du hier deinen Face in die Kamera hältst, ist schon eigenartig und kostet auf jeden Fall Überwindung. So, der Pascal R., der fragt jetzt noch, ich finde das gut, dass du draußen bist. Ja, finde ich auch gut. Ich habe immer frische Luft. Das ist herrlich. Frage, wo möchtest du mit deiner Familie mal hinfahren oder mit dem Flieger, also hinfahren oder hinfliegen in Urlaub, würde ich mal schätzen. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon beantwortet. Ich würde gerne nach Thailand. Ich weiß noch nicht, ob meine Frau da so gerne hin will und ob meine Kinder da so gerne hin wollen, weil die sind ja noch klein und ich rede viel zu schnell. Verstehst du mich überhaupt noch? Kann sein. Ich rede immer so schnell. So, also Thailand wäre eine gute Möglichkeit, mal hinzufahren. Ja, ansonsten Disneyland habe ich ja schon mal gemacht. Da war ich schon mal in Paris. Also, ich sag mal so, Orte, wo ich hin will, da fahre ich auch irgendwann früher oder später mal hin, weil ich bin nicht so und habe ein Ziel und erreiche das nie. Ne? Also, wenn ich ein Ziel habe, wo ich hin will, dann wird auch irgendwann mal
will ich mich irgendwann mal dahin begeben, zum Norden. Also Thailand, wie gesagt, Amerika eigentlich nicht, aber obwohl ich mal so gerne den Grand Canyon sehen würde, habe ich das mal schon gesagt. Guck dir einfach die letzten Fragen weiter an, dann wirst du da so ein bisschen Hinweise drauf kriegen, wo ich mal gerne hin will. So, kommen wir zur nächsten Frage. Das ist von Leblo LP. Den habe ich letztes Mal, glaube ich, gefragt, wie das mit seinem Namen war, wie er dazu gekommen ist und ja. So, und jetzt zur Aufforderung. Ja, ich möchte das Format noch weiter sehen, da man hier sehr gut eine Frage stellen kann, welche in den verschiedensten Bereichen aufkommen. Natürlich am meisten in den Projekten, meiner Meinung nach. Und sie so auch beantwortet bekommt und nicht immer ewig in den Kommentaren warten muss, bis man eine bekommt. Denn man weiß ja, am Freitag wird sie wahrscheinlich beantwortet. Genau. Freitag ist so der Termin, wo ich die Fragen beantworte. In meinem Format Fragen Freitag, wie hier gesehen. Das ist auch das Format, wo mich die meisten Fahrradfahrer stören. Jetzt kommt also noch die Frage dazu. Wie habt ihr euch aus der Minecraft WG Season 6 eigentlich kennengelernt? Ja, wir haben uns kennengelernt. Wir kennen uns natürlich schon von den Staffeln vorher. In der Regel ist das so, dass ich die Leute anschreibe und frage, ob sie bei der WG mitmachen wollen. Das ist so die Regel. Also den Blaze kannte ich vorher schon, den habe ich einfach so in die WG geholt. Den habe ich kennengelernt am Let's Player Battle Contest. Staffel 1, es wird ja bald Staffel 2 geben, aber Staffel 1, da könnt ihr ja mal nachgucken, wenn ihr wollt. Es sind schon ein bisschen ältere Videos, gebt einfach mal LPBC ein. Let's Player Battle Contest, könnt ihr mal eingeben und dann auf meinem Kanal gucken. Da findet ihr auch Videos von Herrn Blaze, wo ich Abonnenten hatte. Darüber habe ich ihn kennengelernt. Die Fee habe ich einfach angeschrieben, die hat dann die Voice mitgebracht. Wen haben wir noch dabei? Ich darf keine Ex-Mitglieder und neue Mitglieder verwechseln. Dann haben wir noch den Sebi dabei natürlich. Und den habe ich auch angeschrieben, einfach weil ich seine Videos ganz gut fand. Also ich fand seine Videos ganz gut, er hat einen ganz guten Eindruck gemacht. Ich habe mir so ein paar Videos angeguckt dann halt und habe gesagt, okay, den schreibst du mal an, ob er in der WG mitmachen will. Okay, so habe ich die alle kennengelernt. War easy, oder? Haben wir noch irgendwann vergessen? Die Fanny ist natürlich auch mal dabei. Die habe ich kennengelernt in einem Hunger Games Video. Gehört aber nicht offiziell zur WG, von daher brauche ich das nicht zu beantworten, aber... in einem Hunger Games Video wollte ich sie töten und habe erst sie angeschrieben, weil sie den Namen hatte halt und ich wusste, ja, die kommt aus Köln. Haben wir kurz geschrieben, dann habe ich sie doch umgebracht, dann kam sie auf meinem PS und da so. Die Geschichte kennt man eigentlich auch schon. Ja. Genau, also so haben wir uns kennengelernt. Ich schreibe normalerweise die Leute für die WG, schreibe ich normalerweise an, ob sie denn mal in der WG mitmachen wollten. Immer dann, wenn wir neue Leute brauchen, weil irgendwelche Alten ausgeschieden sind. So. Das war übrigens die letzte normale Frage. Jetzt kommen wir zu den Oder-Fragen. Da fangen wir an mit Fright-HD. Hier noch meine Oder-Fragen. Battlefield oder Call of Duty? Call of Duty. Kaffee oder Tee? Tee. Ökostrom oder Atomenergie? Ökostrom. Tab oder gestrandet? Tab. Windows oder Mac? Windows. Bett oder Schlafsofa? Bett. Zelten oder Campen? Mit Wohnwagen. Campen. Mit Vorzelt. Oh mein Gott. Ich denke, es sind heute genug Oder-Fragen und viel Spaß beim Beantworten. Lieben Gruß, Fight. Ja, hatte ich. iTop, hier sind noch ein paar Oder-Fragen. Cookies mit Schokolade oder Cookies mit Schokolade und Nüssen? Mit Schokolade. Ohne Nüsse. Fragen Freitag mit Fahrradfahrer oder ohne? Definitiv ohne. Entschuldigung. Tauchen mit Gasmaske oder Schnorcheln? Gasmaske nimmt man nicht eher so eine Tauchermaske für. Wenn ich tauchen müsste, dann wirklich, würde ich richtig tief tauchen wollen, also mit Maske. Welche Sprache gefällt dir am besten? Französisch, Spanisch oder Italienisch? Französisch, aber nicht von Männern gesprochen, da klingt es schwul. Nichts gegen Schwule jetzt, aber ich meine, das klingt dann einfach nur so. Oder? Ja, Französisch ist, glaube ich, die schönste Sprache. Die hat einfach so einen tollen Klang. Zibitan. Oder Frage. Besichtigungstour durch ein Föderationsschiff, Star Trek oder ein klingonisches Schiff? Tja, mag man eine Besichtigung eher durch so ein Hotel oder durch eine Gefängniszelle? Ich würde sagen, das Föderationsschiff. So, Infinitiv Battle. Ja, ich weiß, wir haben schon drei Oder-Fragen, aber es waren ja relativ kurze, deswegen kommen wir jetzt noch ein paar mehr. Waren da schon drei? Waren schon drei. Egal. Ich persönlich habe noch nicht allzu viele Folgen dieses Formats gesehen. Dieses Fragfreitag meinst du? Finde es jedoch als eine sehr schöne Idee und würde es daher gern öfters sehen. Ja, kannst du jeden Freitag dir angucken. Oder manchmal auch montags, aber na gut. Ich habe mir auch mal ein paar Fragen rausgesucht. Bitte entschuldige, sollte in diesem Bereich gestellt worden sein. Das ist überhaupt kein Problem, weil Oder-Fragen sind Momentaufnahmen. Das heißt, ich kann in dieser Woche schon wieder anders beantworten als nächste Woche. Ich kann die sogar minütlich anders beantworten, glaube ich. Egal, also das ist, wie ich mich gerade im Moment fühle. Von daher, kein Problem. Strand oder Freibad? Strand. Sommer oder Winter? Winter. PC oder Laptop? PC. Fleisch oder Fisch? Fleisch. Griechisch oder asiatisch? Asiatisch. Überdurchschnittliche Stärke oder Intelligenz? Intelligenz. So wie ich.
Wasser oder Cola? Wasser. Schokolade oder Chips? Schokolade. Manga oder Anime? Dasselbe. Einmal ist es nicht bewegt, einmal ist es bewegt. Nicht bewegt, bewegt. Nicht bewegt, bewegt. Oh mein Gott, doch. Anime. Lieber bewegt. Blindheit oder Taubheit? Boah. Dann lieber Taubheit. Ich glaube nämlich, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, mit Taubheit schafft man es noch PC-Spiele zu spielen. Wenn man ein Spiel spielt, die nicht auf Sprachausgabe ankommen. Also sowas, so ein Echtzeit-Strategiespiele oder auch Shooter wird schon schwierig, ne? Aber ja, es ist schon. Also ich denke, man kann mehr Spiele mit Taubheit spielen als mit Blindheit, weil mit Blindheit sieht man einfach gar nichts. Und dann kannst du auch keine PC-Spiele mehr spielen. Von daher würde ich lieber Taubheit nehmen, wenn ich mir das aussuchen müsste. Ich hoffe, davon sind nicht allzu viel. Doppelt, mach deine Videos weiter so. Danke, mach ich. Lächeln 22 oder Fragen? Ja, ich weiß, ich habe noch ein paar oder Fragen. Komm, das sind die letzten jetzt. Komm, machen wir noch schnell, oder? Ja. Machen wir? Machen wir? Nehmen wir was dagegen? Keiner leider was dagegen haben könnte. Schade, jetzt ist gerade kein Fahrradfahrer dabei. Ich würde jetzt gerne einen anhalten und fragen, ob was dagegen hat. Jetzt ist gerade keiner da. Oder Fragen. Süßwasser oder Salzwasser? Schwimmen. Süßwasser. WG oder Tab? WG. Hockey oder Handball? Hockey. Müller oder Klose? Das ist so eine Frage, kann auch nur von Frauen kommen, ne? Müller, ich glaube, der ist sympathischer. Also, da kam schon sehr sympathisch rüber. Auch wenn er bei Bayern spielt und ich ihn deswegen grundsätzlich schon nicht mag. Aber ja, Müller. Jetzt, da war der Fahrradfahrer. Jetzt hätte ich ihn gebrauchen können. Verdammt. So, Aufforderungen kommen jetzt. Punkt 4, Aufforderungen. Wir sind mit den Fragen durch. Letztes Mal habe ich euch aufgefordert, mehr Kommentare zu schreiben. Das habt ihr wunderbar gemacht. Das dürft ihr jetzt natürlich nicht wieder nachlassen, weil sonst fällt dieses Format irgendwann weg. Und das wollt ihr ja alle nicht, so wie ich das gelesen habe. Also schreibt mehr Fragen rein. Aber das ist jetzt nicht die Aufforderung für diese Woche. Diese Aufforderung gibt es aber wieder A und B. Und als A würde ich mal sagen, mich interessiert eure Meinung zu den zwei neuen Projekten. Jetzt werdet ihr sagen, wieso zwei neue Projekte? Ich habe doch gerade erst nur von einem erzählt. Genau das andere kommt gleich in Punkt 6. Mich würde also die Meinung von euch zu den zwei neuen Projekten interessieren. Schreibt am besten mal in die erste Folge von den jeweiligen Projekten rein. Die eine am Mittwoch um 14.30 Uhr reinschreiben unter die erste Folge. Blub, finde ich gut, finde ich scheiße, mach weiter, mach nicht weiter, egal, so irgendwie. Und die andere Folge, die erste Folge des anderen Projektes kommt Freitag, habt ihr also heute gesehen. Ne, kommt erst noch, 18.30 Uhr quasi jetzt, wenn ihr gerade dieses Video zu Ende geguckt habt, dann könnt ihr gleich die nächste Folge gucken. Genau, da könnt ihr auch drunter schreiben, Freitag, habe ich echt Freitag geschrieben? Kommt das Freitag oder Sonntag? Gar nicht wahr. Sonntag kommt die erste Folge, wieso war ich auf Freitag? Warum? Nee, also Sonntag kommt die erste Folge von dem neuen Projekt, was ich gleich noch beschreiben werde. Dann um 18.30 Uhr. Schreibt auch mal drunter, gefällt mir nicht. Dann kann ich das im nächsten Fragenfreitag schon analysieren und ja, dann schauen wir mal weiter. So, genau, und das war nur Punkt A. Punkt B ist, schreibt unter diesem Video jetzt hier drunter, hier da unten, schreibt ihr jetzt rein, was denn eure Lieblingsteesorte ist. Einfach, ich will wissen, jetzt kommt wieder der Winter und ich habe so ein paar Teesorten, die ich natürlich persönlich gerne trinke. Und ich würde gerne wissen, was ihr so trinkt und würde mal gerne wissen, was durchprobieren. Vielleicht mache ich auch mal ein Tee-Test-Video oder sowas, das wäre was. Ein Tee-Test-Video, Geschmacksvideo. Tee-Test-Geschmacksvideo. Das wäre eine geile Idee. Dafür brauche ich allerdings ein paar Teesorten von euch, die ihr gerne trinkt. Schreibt mal unten rein. Wenn ihr gar keinen Tee trinkt, dann schreibt das auch von mir unten rein. Ja. Genau, also einfach mal unten rein tippern. Hier, das ist meine Lieblingsteesorte, weil von mir aus auch noch. Könnt ihr noch gerne eine Bekundung beischreiben. Ich freue mich. So, kommen wir zu Punkt 5. Das ist Abonnent der Woche und das ist mal wieder eine Abonnentin. Und das Bild blende ich da ein. Finger lange noch hinhalten, habe ich gelernt, damit ich hinterher auch das Bild dahin zentrieren kann. So, das heißt, da ist jetzt überhaupt kein Platz mehr für den Kommentar. Deswegen kommt der Kommentar auf die Seite von diesem schönen Bild. Das Bild kennt man natürlich schon. Es ist Salia Kett. Und der Kommentar dazu ist einfach, also irgendeiner. Tolle Folge. Das Gasthaus sieht schön aus und gegen die Geräusche der Kristalle habt ihr ja schon was gemacht. Das wäre sonst wirklich etwas nervig. Und die Aussicht von dem Baum ist ja toll. Diese Terrasse haben wir ja noch gar nicht gesehen. Richtig. So, hab ich schon was zu geschrieben. Das ist ja einfach nur ein Kommentar. War zu einem WG-Video, wo ich halt mal von oben auch die Terrasse gezeigt habe und die WG gezeigt habe. Wer die WG nicht kennt, einschalten, 16.30 Uhr jeden Tag. So, ich muss auch mal auf die anderen Projekte hinweisen, die ich hier mache, oder? Nicht immer nur Fragen beantworten, sondern auch mal ein bisschen Eigenwerbung. Eigenwerbung ist gut. So, also, Neues und Zukünftiges ist der Punkt 6. Und da gibt es einmal, dass ich neben Boo Bunny Pluck, ne? Nur bei. Hier steht übrigens drauf, dass morgen das neue LP startet. Nicht, was ich vorhin gesagt habe, Sonntag, sondern Samstag um 18.30 Uhr. Das haben wir alle Tage durch. Freitag, Samstag, Sonntag, ne? Also, Samstag kommt das neue
Let's Play zu einem neuen Spiel. Das Spiel heißt Shine. Morgen 18.30 Uhr scheint es zu kommen. Also schaut euch mal rein. Shine heißt das Spiel morgen 18.30 Uhr. Nee, danke. Das war der erste Fahrradfahrer, der mich gefragt hat, ob er was machen sollte. Aber ob er ein Foto von mir machen sollte. Aber nee, ich will ja kein Foto. Ich mache ja ein Video. Also, ganz ruhig. Morgen 18.30 Uhr, neues LP, Shine. Ab da täglich. Denkt dran, drunter zu schreiben, wie es euch gefällt. So, haben wir das. Und dann kommt auch bald zukünftig, ist schon das Nachfolgeprojekt zu TTAP. TTAP. Ist durchgeplant. Der angepeilte Start ist dann Mittwoch. Mit angepeilter Start weiß ich allerdings nicht, ob Mittwoch die Videos kommen, ob wir dann anfangen aufzunehmen. Auf jeden Fall, irgendwann nächste Woche wird wahrscheinlich schon das erste Video davon auf meinem Kanal auftauchen. Yes! So. Ihr könnt euch also freuen. Ich freue mich auch. Gleiches gilt natürlich auch für dieses Format. Schreibt drunter, wie es euch gefällt. Es wird dann natürlich das Nachfolgeprojekt von TAP, ist natürlich ein Minecraft-Format. Generell könnt ihr aber auch darunter schreiben, wie es euch gefällt und auch Daumen da lassen. Das könnt ihr auch bei den anderen beiden Projekten. Würde ich mich auf jeden Fall mal freuen, dann weiß ich, was euch wirklich gefällt und ob ich damit machen kann, ob ich mit aufhören muss. Ihr kennt das Ganze.